Konrad, Online-Shop voller Ideen. Konrad ist ein Online-Shop spezialisiert auf die Elektronikbranche. Sie finden in diesem Shop alles zu den Themen Computer, Multimedia, Modellbau und Technik. Konrad bietet für jedes Land einen eigenen Online-Shop, welcher durch die jeweilige Top-Level-Domain aufgerufen wird. Sind Sie bereits Kunde, können Sie sich direkt anmelden. Als Neukunde müssen Sie sich zunächst registrieren. Geben Sie zur Accounterstellung Ihren Namen, eine Mailadresse sowie das gewünschte Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Angaben abschließend mit der Schaltfläche „Eröffnen Sie ein neues Konto“. Nun werden Sie aufgefordert, eine Rechnungsadresse anzugeben. Dies beginnt mit Anrede und Titel und endet mit einigen optionalen Angaben. So ist die Angabe der Telefonnummer zwar nur eine Option, dennoch empfiehlt sie sich für etwaige Rückfragen. Sie müssen übrigens den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Konrad zustimmen, klicken Sie also auf den Link, um sie zu lesen. Die Datenschutzbestimmungen, welche ebenfalls über einen Link aufgerufen werden können, sowie der Newsletter sind hingegen optional. Schlussendlich können Sie die Anmeldung abschließen. Konrad überprüft die angegebene Adresse und weist Sie auf Unstimmigkeiten hin. Sie müssen die Verbesserungsvorschläge jedoch nicht akzeptieren. Endlich sind Sie angemeldet. Die angegebenen Daten werden Ihnen übrigens per E-Mail zugesandt. Nutzen Sie die Schaltfläche „Weiter zu mein Konto“, um Ihre persönlichen Daten zu verwalten. Hier haben Sie etwa direkten Zugriff auf vormals getätigte Bestellungen, Merkzettel und Ihre Kontoinformationen. Ein Produkt finden Sie am schnellsten, indem Sie dessen Namen in das Suchfeld eingeben. Als Beispiel geben wir Galaxy ein, womit das Smartphone von Samsung gemeint ist. Der Suchbegriff wird mit der Eingabetaste oder dem Doppelpfeil am rechten Ende des Feldes bestätigt. Allerdings beschreibt Galaxy nicht nur ein Handy, so finden Sie beispielsweise auch das Spiel Mario Galaxy 2 in den Suchergebnissen. Sie könnten nun natürlich die Suchabfrage verfeinern, es ist aber auch möglich, die Ergebnisse des eingegebenen Begriffs weiter zu filtern. So können Sie die Baumstruktur der Kategorien abklappern, indem Sie in diesem Fall auf Multimedia und Handy klicken und schließlich durch Handys ohne Vertrag auch noch die Zubehörteile ausblenden. Des Weiteren können Sie gezielt nach preisreduzierter Ware oder Topsellern Ausschau halten und in manchen Kategorien auch andere Kriterien anwenden, bei Handys etwa die Größe des Displays, aber auch Kundenbewertung, Preis, Marke, Farbe und weitere Details sind als Filter nutzbar. Alle Artikel werden übersichtlich aufgelistet. Dabei sehen Sie bereits die wichtigsten Infos, etwa Preis, Lieferstatus und in den meisten Fällen auch eine Bewertung. Auf diese klicken Sie, um etwa detaillierten Einblick in die Meinung der Käufer zu erhalten. So wird nicht nur die Bewertung in verschiedene Bereiche aufgeschlüsselt, einige Nutzer haben auch schon ihre Meinung in Worte gepackt. Diese Mitteilungen können Ihnen bei der Kaufentscheidung helfen, entsprechende Bewertungen lassen sich als hilfreich markieren. Dieses Feedback hilft, unsinnige Bewertungen auszusortieren. Können Sie sich bei mehreren ähnlichen Artikeln immer noch nicht entscheiden, aktivieren Sie bei jedem Produkt die Option „Produkt vergleichen“ und klicken schließlich auf den gleichnamigen Link neben dem Häkchen. Der Produktvergleich mit allen ausgewählten Artikeln findet in einem neuen Fenster statt. In einer Tabelle werden die relevanten Werte aufgelistet, wo Sie sich bequem miteinander vergleichen lassen. Dazu zählen neben Preis und Ausstattung auch die Kundenbewertung, Abmessungen, Akku, Anschlüsse und so weiter, alles in alphabetischer Reihenfolge. Ein Klick auf die gelbe Schaltfläche mit dem Einkaufswagen legt ein von Ihnen gewähltes Produkt direkt in den Warenkorb, wo es geduldig darauf wartet, gekauft zu werden, während Sie sich weiter im Onlineshop umsehen. Sie können nach jedem Artikel, den Sie in den Warenkorb gelegt haben, zum Shop zurückkehren oder schließlich Ihren Einkauf beenden und zur virtuellen Kasse gehen. Im Warenkorb sind die ausgewählten Artikel aufgelistet und Sie bekommen Einsicht in den Gesamtpreis. Hier ist es ohne weiteres möglich, die Stückzahl zu erhöhen oder, für den Fall, dass der Gesamtpreis Ihr Budget überschreitet, einen Artikel wieder zurück ins Regal zu stellen. Wenn Sie nach unten scrollen, können Sie den Warenkorb ausdrucken, als Wunschliste speichern, dazu gleich noch mehr, und den Warenkorb aktualisieren für den Fall, dass Sie in der Zwischenzeit weitere Artikel hinzugefügt haben. Mit der gelben Schaltfläche lässt sich der Bestellvorgang schließlich fortsetzen.
Die Ware wird in der Regel an die Rechnungsadresse versandt, allerdings ist auch die Angabe einer alternativen Lieferadresse möglich. Auch die Zahlungsoptionen können Sie selbst bestimmen. Zur Auswahl stehen Nachname, Vorauskasse, Kreditkarte sowie Sofortüberweisung. Schließlich werden Ihnen sämtliche Angaben übersichtlich angezeigt, damit Sie noch einmal alles überprüfen können. Sind alle Angaben korrekt, schließen Sie den Kauf mit der Schaltfläche Bestellung abschicken ab und müssen jetzt nur noch warten, bis die Produkte bei Ihnen zu Hause eintreffen. Übrigens, bei Konrad können Sie nicht nur kaufen, sondern sich auch etwas wünschen. Dazu dienen die Merkzettel und Wunschlisten. Auf jeder Produktseite finden Sie die Links auf den Merkzettel und auf die Wunschliste. Beides erstellt einen Eintrag des Artikels in der jeweiligen Liste, die über den Link rechts oben aufgerufen werden kann. Der Unterschied zwischen den beiden Listen ist rasch erklärt. Ein Merkzettel ist nur für Sie sichtbar, während Sie Wunschlisten extra anlegen müssen und an Dritte weitergeben können. Erstellen Sie also eine neue, öffentliche Wunschliste und geben Sie dieser einen treffenden Namen, etwa Geburtstagswünsche. Sie können die Option für alle suchbar auf Nein stellen, um nur bestimmten Personen via E-Mail den Zugang zu erlauben. Zudem können Sie nähere Angaben über sich machen. Bei einer Geburtstagswunschliste ist es beispielsweise kein Fehler, den Geburtstag anzugeben. In der Übersicht der Wunschlisten finden Sie nun die von Ihnen eingerichtete Geburtstagsliste. Klicken Sie auf Anzeigen, um deren Inhalt zu prüfen. Selbstverständlich lassen sich die Artikel direkt von der Wunschliste in den Warenkorb transferieren, wenn man sie zum Beispiel selbst kaufen möchte. Wollen Sie den eigenen Geldbeutel hingegen schonen, lassen Sie die Liste per Mail doch einfach einem guten Freund zukommen. Dazu tippen Sie dessen Namen und Mailadresse sowie einen kurzen Gruß in ein Formular ein und klicken auf Absenden, um die Mail zu erstellen und abzusenden. Wenn es dumm läuft, landet Ihre Mail bei Ihrem Freund im Spam-Ordner. Läuft es hingegen gut, wird vor Ihrem Geburtstag ein Päckchen mit Ihren Wunschartikeln eintreffen. Herzlichen Glückwunsch!